Herzlich willkommen zum Brinilog. Ich bin Brini und das ist mein Log. Heute gibt es den ganzen Batzen Videospiel. Die E3 ist gerade im vollen Gang. Gestern und heute Morgen sozusagen bei uns waren zwei sehr wichtige Pressekonferenzen, nämlich die von Microsoft zur Xbox One und eben zum Spiele-Line-Up der Xbox One und die Pressekonferenz von Sony zur PlayStation 4. Und was wir jetzt machen werden, ich werde erstmal durch jedes wichtige Spiel durchgehen, das auf der Konferenz gezeigt wurde. Wertungsfrei, abgesehen von den Konsolen, über diese Spiele reden, was ich davon halte. Und dann zum Ende gebe ich so ein bisschen ein Fazit nochmal zu den Konsolen. Wir alle kennen meine Meinung zur Xbox One, jedenfalls zu der bis vorgestern. Und eine geupdatete Meinung nach dem, was ich gesehen habe, plus meine Meinung zu PlayStation 4 und den Vergleich mit den beiden, die kommen dann danach. Okay, eins vorweg gleich, beide Konsolen sind für den Launch noch dieses Jahr angesetzt. Die Xbox One ist ein bisschen präziser gewesen, sie haben Microsoft gesagt im November und Sony hat gesagt Holiday Season, das heißt wahrscheinlich zu Weihnachten. Die PlayStation 4 wird 400 Euro kosten, 399 Euro und die Xbox One 499, 500 Euro. Jetzt hier mal kurz vorweg, ja, das sind hohe Preise, aber es hat auch einer der Analysten, Menschies, die ich ganz gerne schaue, richtig gesagt, wenn ein neues Telefon erscheint, neues Handy, dann kosten die auch um den Dreh, das heißt so 500 und das sind einfach Preise, die die Konsumenten gewohnt sind. Das heißt, natürlich ist es ein Unterschied, was günstiger ist, aber ist auch 500 Euro finde ich jetzt nicht extrem viel, wenn man überlegt, dass die PS3 damals zu einem Preis von 600 Euro gelauncht hat und das ja auch nicht ganz unerfolgreich. Also ja, es ist natürlich viel Geld, das ist keine Frage, da müssen wir gleich drüber reden, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein zweites Kommen vom Teufel ist oder so und kein zweites Kommen von Christi, wenn es günstiger ist. Also ich finde beide Preise okay, weniger ist mir lieber, aber ich finde beide Preise okay. Nachdem ich das Fenster im Hintergrund geschlossen habe, gehen wir direkt mal zu den Spielen. Und zwar hat Microsoft am Anfang direkt mal losgelegt mit Metal Gear Solid The Phantom Pain. Und da, das habe ich zum ersten Mal, viel zum ersten Mal gesehen und ich bin geflasht von diesem Game. Es sieht so wunderschön aus. Wundergut. Es sieht wundergut aus, also es sieht wirklich wunderschön aus. Also der Anfang und auch die Beleuchtung. Ich habe zuletzt Metal Gear Solid 3 gespielt, habe es auch gemocht, habe 1 wirklich geliebt und 4 habe ich dann ausgelassen, weil ich hatte lange keine PS3 und konnte das Spiel deshalb nicht spielen. Und ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Es sieht super interessant aus und der Trailer war grandios. Also die Musik dazu, die Art, wie die Charaktere eingeführt wurden, auch die Idee von den Charakteren wieder richtig obskur und halt, Metal Gear hat ja diese besonderen Charaktere, die man einfach gerne sieht. Also, wie zum Beispiel dieser junge Warleader, den man da gesehen hat im Trailer, oder dieser alte Mann. Ich glaube, und dann diese coolen Namen und es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also, Metal Gear Solid 5 hat mich, hupsa, ich drehe die Kamera hier vollkommen voll lauter Enthusiasmus, hat mich schon mal gut eingestimmt auf die Pressekonferenz, hat ein positives Licht auf Microsoft geleuchtet, dass sie eben so einen tollen Titel zeigen. Er ist natürlich nicht exklusiv für die Xbox, das Ding ist Multiplattform 100%, ich habe auch nicht das weiter gesagt, aber das war ein guter Start in die E3 Pressekonferenz. Allgemein war eine gute Eröffnung für die E3, es sieht sehr gut aus, ich erwarte mir viel von dem Spiel. An dem wird schon eine ganze Weile gewerkelt und ich hoffe mal, dass es ein bisschen mehr Spiel ist als es. Der Vierer sah so aus im Trailer und das Setting gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also es ist düster, es ist wieder ein schöner Krimi, glaube ich, und das ist das, woraus es mit Metal Gear Solid ankommt. Charaktere, gute Stealth-Action und eben schöne Story. Top, das gefällt mir sehr gut. Als nächstes haben sie ein bisschen über die Xbox 360 geredet. Sie haben zum einen mal gesagt, es wird ein neues Xbox 360 Model geben, das ab jetzt verfügbar ist, das sich vom Design her eher an der Xbox One orientiert. Das ist jetzt irgendwie so, ja, mein Gott. Dann haben sie aber was Interessantes gesagt, und zwar, wenn ihr jetzt Xbox Live Gold holt, werdet ihr, oder ihr habt es jetzt, wie ich, noch für den Rest vom Jahr zum Beispiel, dann werdet ihr bis zum Release der Xbox One monatlich 2 Spiele kostenlos bekommen. Ähnlich wie bei PS Plus, heißt, da ziehen sie nach. Ich hoffe mal, dass sie das irgendwie beibehalten, dass sie es das nicht wieder loslassen, dieses Prinzip, weil ich finde, das ist ein sehr guter Dienst von Sony, den ich auch sehr, sehr gerne nutze. Und 2 Spiele, die sie eben gesagt haben, die jetzt verfügbar sein werden, Assassin's Creed 2 und Halo 3.
Warum sie nicht gleich Halo Reach genommen haben, weiß ich auch nicht, aber es passt, weil Jesse fehlt noch Halo 3, also kann ich da nicht meckern. Kostenlose Sachen sind immer super, muss man gar nicht sagen. Dann haben sie was gezeigt, wovon ich, was so eine kleine Sensation ist eigentlich für mich. Sie haben ein Spiel angekündigt für die Xbox 360, das eigentlich PC-Wurzeln hat und dort sehr beliebt ist, nämlich World of Tanks, die Xbox 360-Version. Und hier war ich echt überrascht, weil es wird Free-to-Play werden. Free-to-Play für Xbox Live Gold, wahrscheinlich Microtransaction, was vollkommen okay ist, aber es ist, glaube ich, das erste Free-to-Play-Spiel für die Xbox und damit ist es so ein bisschen eine Sensation in meinen Augen und es soll ja wirklich cool sein im World of Tanks. Ich habe immer viel Gutes von gehört und vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, mal reinzugucken dann. Im Sommer kommt für die Xbox 360. Dann haben sie einen Platformer gezeigt, nämlich Max and the Curse of the Brotherhood. Max the Curse of Brotherhood heißt das Spiel und ist ein Plattformer ist aus Schweden. Was ist aus Schweden oder aus Dänemark? Ich glaube aus Dänemark. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat, das klingt vielleicht komisch, hat gewirkt wie ein Videospiel für mich. Der Anfang war so richtig so wie so ein Retro-Game, so bei den Haaren herbeigezogene Geschichte, wie der Bruder in dann dieses Portal gezogen wurde, der Held geht hinterher und es hat mir sehr gut gefallen vom Look. Es sieht ein bisschen, es sieht aus wie ein Arcade-Titel. Ich glaube nicht, dass es ein Vollpreisspiel wird. Ich glaube, es ist ein Arcade-Spiel und dafür ist es vollkommen okay. Sonst hat es außer dem ganz netten Artstyle nichts Besonderes gehabt für mich. Kann man so drüber wegsehen. Das zweite Spiel dagegen sah Wahnsinn aus. Das war Dark Souls 2 und der Trailer war super inszeniert und ich glaube, dieses Spiel pusht die Grenzen der 360 nochmal so richtig. Es gab diese eine Stelle, wo der Charakter über eine Hängebrücke auf so eine fliegende Burg zurennt, wo die Harpien rumsausen und das sah wahnsinnig aus. Und das erinnert mich daran, dass ich immer noch Dark Souls unbedingt spielen sollte. Meine Güte, sah das Spiel gut aus und da bin ich echt gespannt drauf. Und dann kamen die Xbox One-Spiele und das erste, was sie gezeigt haben, ist direkt ein neues Franchise, also eine komplett neue Spielereihe. Und es trägt den Namen Rise Son of Rome, wird entwickelt von Crytek. Und es ist eben ein Actionspiel angesiedelt im mittelalterlichen Rom. Ich habe mir dazu sogar ein bisschen mehr Infos geholt, weil ich habe eben den Stream ein bisschen weiterlaufen lassen nach der Konferenz und habe ein bisschen so Interviews mitbekommen. Es zeigt so ziemlich die dreckige Seite und das Düstere in diesen alten Kriegen zu dieser Zeit. Also es sah sehr gut aus auf jeden Fall. Crytek hat das einfach raus. Was mich ein bisschen gestört hat bei den, oder mir ein bisschen Sorgen hatte, die Spielsequenz, die sie gezeigt haben, sah aus wie aneinandergereihte Quicktime-Events. Aber in dem Interview kam heraus, dass das eben Finisher sind, die man dann eben auch ausführen kann. Man muss sie nicht ausführen, aber es sind eben Finisher. Und logischerweise haben sie für diese Stelle natürlich ein paar mehr reingebaut, damit das eben cinematischer wirkt. Aber an sich hat mir die Idee des Spiels ganz gut gefallen. Man spielt diesen General, ich glaube Maximo Titus, irgendwie sowas, und schnetzt sich eben durch die Gegnerhorden, so ganz normal God of War-Style, das ist ziemlich gewalttätig, muss ab und zu Truppen befehligen, kann dann so Bogenschützen reinrufen, es wirkt alles sehr cineastisch, sehr geskriptet, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich manchmal wirklich ein Fan von dieser Art von Spiel bin, und wenn es gut inszeniert ist, dann kann man das vollkommen machen. Ich mag mir noch kein großes Urteil machen, ich denke mal, es wird spielbar an der Gamescom, dann mache ich mir dann ein Bild davon. Momentan würde ich sagen, es sieht schick aus, aber spielerisch muss man natürlich noch sehen, wie bei vielen hier logischerweise. Dann, Holy Mother of God, Killer Instinct. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit Motherfucking Killer Instinct. Als ich das gesehen habe, dann mir hing die Kinnlade hier und ich habe, keine Ahnung, also genau wie alle Fighting-Game-Spieler auf Twitter bin ich explodiert. Es war Wahnsinn, das zu sehen, dass tatsächlich Killer Instinct auf diese Konsole kommt. Dass Rareware dieses Franchise wieder zum Leben erweckt, ist Wahnsinn. Ganz, ganz große Klasse. Ich fand, es sieht gut aus. Es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, Wahnsinn, aber es ist fucking Killer Instinct, ja, ganz ehrlich. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe, die Konsole ist absolut nicht tauglich für das Fighting Game Turniere. Das habe ich schon in meinem Rant-Video angesprochen bei Prini Reichs. Und ja, ein Tweet, den ich ganz gut fand, war Newsflash Evolution 2014. Evolution ist das, ist die WM für Fighting Games. Die Finalrunden für Killer Instinct müssen leider ausfallen, weil wir haben kein Internet. Tja, das ist leider ein Problem. Ah ja, sie haben später nochmal Killer Instinct gezeigt und da haben sie auch gezeigt, dass sie haben einen Fightstick
von Mad Catz, der von Day One verfügbar sein wird. Und das ist auch was Besonderes und ich freue mich hier für Mad Catz, weil zum ersten Mal wurde ein Peripheriehersteller auf der Mainstage gefeatured. Und das finde ich super. Vor allem in diesem Kontext mit Fighting Games. Ganz großes Kino. Es ging auch Schlag auf Schlag weiter. Es kam direkt ein nächster Exklusivtitel von Insomniac. Heißen die Insomniac? Die heißen Insomniac, oder? Ja, die Entwickler von Ratchet & Clank halt. Auf jeden Fall, diese Entwickler sind zum ersten Mal nicht, seit langem nicht exklusiv auf der PS3 unterwegs, sondern für Sony unterwegs. Sie haben Ratchet & Clank gemacht, sie haben eben, glaube ich, Infamous gemacht, sie haben Resistance gemacht und sie haben ein neues Spiel geteased mit einem Cinematic-Trailer mit dem Namen Sunset Overdrive? Ja, Sunset Overdrive. Und dieses Spiel haben vom Steel, anscheinend wird es so eine Art Open-World, Free-Roaming-Shooter, kein Plan, also sowas wie Destiny wahrscheinlich, nur halt extrem bunt und ganz ehrlich, die Jungs können einfach Waffen designen. Also ich habe ein paar Sachen in dem Trailer gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Erstmal war er sehr, sehr fröhlich, sehr bunt und sehr abgefahren, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Es war so ein bisschen so richtig upbeat, so ein bisschen. Und hatte so einen Jet Set Radio-Style irgendwie. Ich habe keine Ahnung, muss ja an Jet Set Radio Crazy Taxi denken. Und man hatte Waffen gesehen, wie zum Beispiel ein Schallplattenwerfer. Und der eine Charakter hat eine Soda in sein Gewehr reingebaut und auf einmal ging alles in die Luft und es war chaotisch. Macht mir Lust auf mehr. Hat mich interessiert, was da rumkommt, weil ich bin ein Fan von abgefahrenen Styles. Hab natürlich noch nichts vom Spiel gesehen, deshalb keine Ahnung, was das wird. Schauen wir uns das mal an. Also der Teaser war schon sehr gut. Dann hatten wir Forza 5. Und da dachte ich erst mein Hirn, ich schalte mein Hirn kurz ein bisschen ab, weil es ein Rennspiel und so, aber ich habe mir das mal angehört und ich habe keine Ahnung von Rennspielen, also weiß nicht, wie gut oder schlecht alles ist, aber ich muss sagen, es sieht sehr geil aus. Also Forza, allgemein Rennspiele, auch Gran Turismo bei von Sony sehen ja immer wahnsinnig gut aus und Forza macht ja keine Ausnahme, es sieht krass, richtig hart aus teilweise. Und die Idee der Forza, was sie möchten eben auch ein bisschen den Vorteil von dem, das hat Forza das einzige Spiel gemacht, sie haben beleuchtet, was die Vorteile von dem Cloud Computing sind. Nämlich die Idee ist, dass man KI, wie man sie jetzt kennt in Rennspielen, aus dem Genre verbannt. Und wie sie das machen wollen, ist, dass man eben, wenn man fährt, dann merkt, dass man hat ein Driver-Tar. Und dieser Driver-Tar merkt sich, wie man fährt. Wann benutzt man den Windschatten? Wie geht man Kurven an? Wie attackiert man Gegner? Wann fährt man dreckig, wann fährt man vorsichtig und der Driver-Tar lernt damit. Und während man nicht zu Hause ist und spielt, zum Beispiel wenn man da auf der Arbeit, in der Schule, dann fährt der eigene Driver-Tar als KI gegen andere Spieler in deren ihren Spielen. Auch auf Strecken, die man noch nie gefahren hat oder in Autos, die man noch nicht gefahren hat. Und so kann man dann Credits für dich, so kann der Driver-Tar für einen selbst Credits verdienen. Finde ich eine super Idee. Frage ist, wie gut wird das funktionieren und wenn das funktioniert, das kann man auch in anderen Genres gut einsetzen, finde ich persönlich. So beim Shooter, coole Idee, muss man natürlich sehen, wie gut es klappt. Forza sah super schön aus, ich bin sicher, die Fans der Serie werden da nicht enttäuscht werden. Ich bin kein großer Rennspielfan, kann nicht viel zu sagen, aber das sind eben die Infos, die ich aufgegriffen habe. Als nächstes haben sie so ein bisschen über Indie-Development gesprochen, dass sie eben immer große Unterstützer davon waren, was man mit dem Xbox Live Marketer gesehen hat und dass sie es auch weiterführen wollen. Und als Beispiel dafür haben sie dann jetzt Minecraft, die Xbox One Edition angekündigt. Später kam noch ein anderer Indie-Developer dazu, nämlich der dieses Souls und ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall, das Spiel heißt Below, das sie angekündigt haben. Und Below ist ein Roguelike-RPG, was ich super geil finde. Sah aus wie so ein bisschen, war top-down, hatte einen sehr interessanten Artstyle, sehr künstlerischen Artstyle. Hat man nicht viel zu gesehen, muss man auch abwarten. Aber im Prinzip Roguelike-RPGs sind genau was für mich. Also kriegen sie mich damit wohl vermutlich mit Roguelikes. Als nächstes kam direkt wieder ein Exklusivtitel, nämlich von Remedy Quantum Break, das sie ja schon beim ersten Press-Release, wo sie nur die Konsole gezeigt haben, im Grunde angeteasert haben. Quantum Break ist das Spiel, das parallel auch eine Fernsehsendung kriegt. Und es ist so, dass man eben, also ich kann nicht viel zu sagen, wie sie es machen wollen. Man kann also die Serie gucken, man kann auch nur das Spiel spielen, man kann aber vor allem, man kann mit dem Spiel seine eigene Version von den Geschehnissen der Serie nachspielen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel an sich hat eine coole Prämisse. Es geht darum, dass eben ein Experiment schief lief und man findet sich in so einer Art, also der Held ist wahrscheinlich eine Art Cop und findet sich dann in diesem Labor wieder, wo die Zeit stillsteht durch dieses Experiment, das schief ging. Das nennt man Zero State.
und er zieht so eine Doktorin raus und redet mit der und alles. Also es war nur so ein In-Game Cinematic Trailer und kein Gameplay, aber es sah wunderbar aus, also hat mir gut gefallen vom Look her, muss man aber auch hier natürlich erst warten, bis Gameplay kommt. Das nächste Spiel, das sie kurz geteased haben, heißt D4. Sieht aus wie ein Kinect-Game, also man sieht ab und zu so Hände aufblinken und dann muss man da wahrscheinlich da draufhauen. Es sieht sehr Suda51-mäßig aus, ist aber nicht von Suda51, sondern von Sweary5065, keine Ahnung, ihr hättet mal googeln, wer das ist. Sieht sehr japanisch aus, bin gespannt, was das ist. Also kann ich gar nichts zu sagen. Das war so kurz angeteasert, aber es sieht nach einem Kinect-Game aus. Vielleicht haben sie da auch nicht lange drüber geredet, weil es ein Kinect-Game ist, ich habe keine Ahnung. Beim nächsten Spiel, das auch ein Exklusivtitel ist, war ich ein bisschen so, das Ding hier heißt Project Spark. Und sie haben was geredet von, ja, man kann Spiele erstellen und man kann sein eigenes Spiel damit machen. Ich muss sofort an Little Big Planet denken. Und es ist auch so ein bisschen das Little Big Planet von Microsoft. Und ich dachte erst so mehr, weil sie haben gezeigt, ja, voll mit Kinect-Arbeit, so, los, gib mir eine Landschaft, jetzt mach daraus Wald, setz die Zeit auf 4 Uhr mittags und so. Es hat alles gut funktioniert in dieser Demo anscheinend und sie haben auch da mit dem Smart Class, mit dem Tablet so Sachen, so Berge gemacht und alles und sind in die Welt rein und es sah wirklich cool aus. Also von der Optik her scheint es so ein bisschen In-Game-Spielerstellung zu sein und es gab ein paar Szenen, wo ich echt dachte, ja, das ist echt cool. Man hat so kurz gesehen, wie man Objekten und NPCs eben so Skripte einprogrammieren kann, so wenn das passiert, macht das und alles und dass man eben sich dann Skripte aus dem Netz ziehen kann, die benutzen kann. Sie haben zum Beispiel einem Stein die Eigenschaft gegeben, wie ein Haustier zu agieren und dem Spieler folgt. Dann haben sie aus dem Stein Kämpfer gemacht und alles. Sie haben einen sehr coolen Multiplayer-Ding gezeigt, wo man eben das Land verformen kann und auf dem Land dann so fliegen kann. Das sah alles super geil aus. Auch hier muss natürlich abgewartet werden, aber ich war überrascht, dass das Spiel doch relativ hype war am Ende. Also kann was werden, sieht aber jetzt nicht aus, dass mich jetzt lange begeistern kann irgendwie. Das nächste haben sie ein paar Funktionen gezeigt, die auch mit Smart Class funktionieren. Zum Beispiel, dass man eben, während man spielt, seinen Status verfolgen kann auf dem Smart Class. Dass man per Voice Command direkt, also dass man sich Präferenzen setzen kann für Multiplayer-Spiele. Im Grunde ist ja alles auf der Box installiert. Das heißt zum Beispiel, angenommen, ihr spielt es irgendein Singleplayer geben. Sie haben in dem Fall Rise gezeigt und sie hat dann eben eine Multiplayer-Einladung bekommen für Killer Instinct und in dieser Demo und sie hat gesagt, ja, ist beigetreten, hat das Match gespielt und kann auch wieder zurückgehen, anstatt das Spiel anscheinend, also Multitasking sozusagen. Sie haben auch gezeigt, es wird wie bei der PlayStation 4 ein internes DVR-System geben, das euch erlaubt, Dinge aufzunehmen und die zu bearbeiten. Das war eine lange Nacht. Zu viele Videos. zu bearbeiten, hochzuladen. Und sie haben auch wie die PlayStation 4 ein Streaming-Tool eingebaut. Und hier muss ich sagen, geht der Punkt an Microsoft, weil sie haben den besseren Anbieter. Während die PS4 mit Ustream arbeitet, arbeitet die die Xbox mit Twitch zusammen. Es ist auch möglich, eure Stimme direkt aufzunehmen über Kinect und eure Facecam. Und somit euren Stream zusammenzubauen. Ist natürlich, kann man auch im PC machen, aber ich finde es super, dass es einfach so direkt über die Konsole geht. Also Hut ab, das finde ich ist eine gute Sache, ist auch ein guter Anbieter dafür. Wahrscheinlich der bessere als Ustream. Man muss natürlich immer im Endeffekt gucken, wie funktioniert das, wie gut. Aber top, finde ich gut. Dann kamen ein paar Worte zu Xbox Live, nämlich einmal, dass eben die Freundesliste erweitert wird, auf unendlich anscheinend. Also, you can have all the friends, war die Phrase, die gefallen ist. Es hieß, dass endlich Microsoft Points zu echter Währung umgerechnet werden. Gott sei Dank, endlich ist das mal vom Tisch. Und sie haben gesagt, wenn man auf einer Konsole Xbox Live Gold hat, können auch alle anderen Mitglieder der Konsole dann Xbox Live Gold benutzen. Dann kam der Punkt, der mich umgeworfen hat. Killer Instinct war ja schon so ein bisschen so, what? Aber der nächste Punkt, es gab auf der Xbox 1, nicht die Xbox One, sondern die Xbox, einfach nur die Xbox, gab es ein Spiel, das ich niemals hatte, das ich aber so gern hatte und das einfach wunderschön aussah und das war Panzer Dragoon Orta. Das war der neueste Teil von einer Reihe von Sega, von Spielen, die so ein bisschen wie Lyot Wars sind und ich habe es nochmal geliehen und es war Wahnsinn. Panzer Dragoon war so ein geiles Spiel und es kommt jetzt ein neuer Teil der Serie, der heißt Crimson Dragon. Leider lief der Trailer ohne Sound, ich muss diesen Trailer nochmal mit Sound angucken.
Ich dachte echt, ich fall vom Stuhl. Es war Wahnsinn. Crimson Dragon, neues Panzer Dragoon. Ich dachte mir, ich flipp aus. Super geil. Muss man ganz ehrlich sagen, super geil. Als nächstes haben sie Sachen gezeigt, die wahrscheinlich nicht exklusiv sind. Zum Beispiel der Witcher 3. Und ich habe noch kein The Witcher gespielt. Und muss sagen, nach dem Trailer hatte ich Bock drauf, mal so ein Witcher-Spiel zu spielen. Gott sah das gut aus. Also Witcher 3 soll ein sehr genauer 1:1-Port sein. Anscheinend gab es da Probleme. Es soll optisch auch natürlich aufgebohrt sein. Was mit The Witcher ist anscheinend ein sehr optisch anspruchsvolles Spiel mit einer sehr krassen Engine, die es auf der Konsole einfach schwierig ist. Und es sah Wahnsinn aus. Also es soll Free-Roaming haben über mehrere Regionen und weiß der Geier was, dynamisches Kampfsystem. Und sie nutzen hier auch ganz clever die Möglichkeiten der Xbox auf eine Weise, wie ich es mir mehr wünsche. Nämlich kannst du über die Kinect Kommandos geben, wie zum Beispiel, angenommen, ihr kämpft gerade und wollt einen Feuerball werfen, dann könnt ihr den Zauberspruch einfach per Sprachkommando aktivieren. Ihr könnt euer Inventar und so auf euer Smart Class auslagern, also aufs Handy oder aufs Tablet und dann eben dort verwalten, eure Stats dort verwalten und müsst nicht alles über auf dem Hauptbildschirm haben. Das ist eine gute Idee, da gibt es einen fetten Daumen hoch, dass man eben so ein bisschen cleverer die ganzen Peripherien, die einem aufgezwängt werden, mehr oder weniger auch benutzt, sinnvoll benutzt vor allem. Vor The Witcher 3 kam noch ein anderes Spiel mit einer 3 drin, nämlich Dead Rising 3. Und ich habe noch kein Dead Rising richtig gespielt, ich habe mal immer angespielt und das sah wirklich ganz cool aus. Es war wirklich Massen an Zombies, es sah cool aus. Man kann auch wieder Items kombinieren. Eine Kombination, die sie gezeigt haben, war, dass man, er hatte einen Sledgehammer, also einen Vorschlaghammer, hat dann eine Kreissäge dran gebaut und er hat dann auch diesen Kreissägenhammer auf den Zombie geworfen, hat ihn schön in zwei geteilt. Es war sehr unterhaltend zuzugucken, es hat Spaß gemacht zuzugucken, ich habe Bock das Ding zu spielen, aber hier habe ich Riesenbedenken, nämlich folgendes Problem. Dead Rising 1 und 2 sind hier indiziert, das heißt, man konnte das bisher grandios umgehen, man hat einfach sich die ÖSI oder die UK-Version bestellt, hat die dann gespielt, wird mit der Xbox One in dem Sinn nicht möglich sein, denn ihr kennt es ja bei Steam, ihr löst ein Spiel ein und dann kommt von wegen, ihr habt ja ihr seid drauf registriert, wenn ihr bei Steam Online ein Ding kauft, ein Spiel aus Deutschland, dann müsst ihr die Cut-Version haben. Und es geht das Gerücht drum, dass eben, wenn ihr aus Deutschland kommt, könnt ihr nur die entsprechende Länderversion spielen. Und das ist ein Problem in dieser Hinsicht. Das heißt, das wäre für mich ein guter Launch-Titel, aber wenn der natürlich nicht funktioniert bei mir, dann ist es ein riesen Problem. Sieht nämlich super geil aus, hat mir gefallen zuzuschauen, würde ich gern selber spielen, muss man sehen. Als nächstes kam Battlefield 4, es war keine große Überraschung. Battlefield auf der E3, wer hätte es gedacht? Es hat zum ersten Mal 60 Frames auf der Konsole, was dann für mich natürlich gut ist, weil ich bin ein 60 Frames Fetischist. Es sah gut aus, es sah extrem bunt aus. Also, ich habe teilweise gar nicht verstanden, was passiert ist. Könnte natürlich auch einfach im Stream liegen. Kann ich sagen, es ist Battlefield genauso wie Call of Duty sein wird. Es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Die Tatsache, dass es jetzt 60 Frames hat und im Multiplayer wahrscheinlich endlich mehr Spieler als nur 32 oder so pro Map unterstützen wird auf der Konsole, macht es für mich wieder interessanter. Und werde es mir auf jeden Fall angucken. Weil bisher war eben mein Problem mit Battlefield, dass ich die Framerate mich genervt hat und dass man Multiplayer diese riesen Karten hat, die einfach leer wirkten, weil so wenig Spieler da waren. Es war typisches Call of Duty Battlefield Level, das sie gezeigt haben. Sehr gestreamlined, sehr cinematisch, sehr gescriptet, sehr auf ich nehme dich an die Hand und lass dich Zeug machen. Aber das ist in dieser Art von Spiel vollkommen okay für mich. Also habe ich mir nichts anderes erwartet, also kann ich auch nicht viel zu sagen, weil es ist halt Battlefield. Es wird auch ein gutes Spiel werden, da bin ich mir ganz sicher. Als nächstes haben sie gesagt, sie zeigen noch einen weiteren Exklusivtitel und dann hat man so Dünen gesehen und so einen Sandmensch, der da durch die Dünen läuft, so eingehüllt und ich dachte mir so, was soll das für ein Spiel sein? Da kam so ein Roboter, Raumschiff, Alien-Ding aus dem Boden und man sieht, wie die Gestalt unter diesen Poncho greift und dann zieht es so Dog-Tags raus und ich dachte mir nur so, ich kenne diesen Arm und dann kommt eine Windböe und es weht diesen oben Poncho von dieser Person weg und da runter ist der Master Chief. Warum auch immer der Master Chief in der Rüstung einen Poncho tragen muss, um sich vor Sandsturm zu schützen. Für den dramatischen Effekt habe ich dann gesagt, weil es hat... Ich war echt überrascht, so, oh, Halo! Und so, nicht so von wegen, oh, Halo auf dieser Konferenz, was für eine Überraschung, sondern das war anscheinend Halo, okay? Und dann kam auch der Schriftzug Halo und es kam das Halo-Theme und ich war hype as shit, weil ich bin einfach ein Halo-Fanboy. So ist es einfach. Und ja, das Spiel hat wohl nicht als Halo 5 angekündigt, sondern als Halo und... Halo 4 hat mir wahnsinnig gefallen, Free for Free Industries hat da gute Arbeit mitgeleistet,
Und sie haben auch hier gesagt, es hat 60 Frames per Second und damit, das sind einfach die Worte, die ich hören will bei einem Shooter. Scheißegal, wie es aussieht, wenn es aussieht wie Minecraft, Hauptsache es hat 60 Frames und ich kicke mein Mikrofon weg und ja, euch sind jetzt die Ohren abgefallen wahrscheinlich deswegen. Und der große Exklusivtitel zum Abschluss war das neue, oder das erste Projekt von Respawn Studios. Respawn Studios sind ehemalige Mitarbeiter von Infinity Ward, die zuletzt an Modern Warfare 2 gearbeitet haben. Mein Lieblings-Call of Duty Multiplayer-Seite soweit. Und ihr neues Projekt heißt Titanfall und sie haben es genau richtig gemacht und genau das gezeigt, was ich für ihn sehen möchte, nämlich Multiplayer. Und es ist im Grunde, es sah aus wie Call of Duty mit Max. Es sah erstmal ziemlich gut aus, es läuft auf der Source Engine, ein bisschen angestaubt, aber es sah immer noch sehr gut aus, wie gesagt. Und vor allem da ein gutes Source Engine Spiel auf dem PC immer noch besser aussieht als die jetzige Konsolengeneration. Und auf jeden Fall, holy shit, das sah echt cool aus. Also es hat so eine Mischung gehabt, sie haben so eine Art Domination-Modus gezeigt, wo man eben 3 Punkte einnehmen muss und man hat jeder Charakter hat einen Mech, einen Titan, den man rufen kann nach einer gewissen Zeit, in den man einsteigen kann, damit zu kämpfen. Man kann aber auch einfach ohne den Titan agieren, man ist dann logischerweise also agiler, kann die Gebäude rein, kann freerunnen, hat ein Jetpack, blablabla. Bin ich sehr gespannt auf, weil das ist ein Spiel, auf das hätte ich richtig Bock. Ich vertraue diesen Entwicklern blind, was Multiplayer und online angeht, weil Modern Warfare 2 und alles davor, also Modern Warfare 1, Top-Spiele Multiplayer-weise und das war für mich ein gelungener Abschluss, ist vielleicht jetzt sagen viele, es ist kein Exklusivtitel, es kommt auch für den PC, wenn es für eine Konsole allein erscheint, also es ist für Konsolenspieler ein Exklusivtitel, weil die meisten Konsolenspieler wie ich sind Konsolenspieler, weil sie haben nicht den Pimp aus PC, mit dem sie den ganzen Shit spielen können, also ist es für die Xbox One ein Exklusivtitel. Genauso wäre es, wenn dieses Spiel für den Commodore 64 erscheinen würde, wäre es für mich immer noch ein Exklusivtitel für die Xbox One, weil es erscheint nicht für Commodore 64. Das, also bevor ihr jetzt hier schreibt, oh, das wusste ich nicht. Nein, es erscheint nicht für Commodore. Es erscheint für den PC, aber das ist unrelevant. Machen wir weiter mit den Sony-Spielen. Die PlayStation 4 hat da Xbox One ein bisschen gleich getan, hat losgelegt mit einem Exklusivtitel, der auch ein neues Franchise ist, und zwar heißt es Teil The Order. Sie haben davon noch nichts wirklich im Spiel gezeigt, sie haben einen Cinematic Trailer gezeigt, der ein bisschen so die Stimmung und das Setting setzen soll. Es hat mich ein bisschen so an Dishonored erinnert vom Look her, vom Style. Es war alles sehr steampunky, so ein guter Mix aus verschiedenen Zeitepochen. Scheint so eine Art, wahrscheinlich Assoziation gegen böse Mächte zu sein. Also der Held heißt Galahad, was ich extrem cool fand, aber man hat da nicht viel gesehen. Style ist eigentlich genau mein Ding. Also ich mag so diesen Mischmasch, dieses steampunkige Zeug. Es ist auch nicht so in-your-face-Steampunk, wo überall ein Zahnrad drauf klebt und so. Aber da muss man natürlich erstmal abwarten, weil da kam ja nicht viel Spiel rum. Aber gefällt mir auf jeden Fall, welche Richtung sie gehen mit dem Style. Als nächstes haben sie gesagt, sie zeigen ein bisschen mehr Zeug von den Sachen, die sie schon angekündigt hatten, auf dem speziellen Sony-Event. Nämlich einmal haben sie neues Footage zu Knack oder Knack, wie ihr es nennen wollt, und Killzone gezeigt. Knack lässt mich immer noch super kalt. Irgendwie ist dieses Spiel total öde für mich. Liegt vielleicht einfach daran, ich glaube, es ist für Jüngere einfach. Aber es schafft einfach nicht, mich zu begeistern. Irgendwie wirkt es lieblos. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Killzone dagegen ist halt Killzone, ist wie Battlefield und Call of Duty. Wird es gut werden, es sieht auch hübsch aus, wird bestimmt klasse werden. Deshalb werde ich da nicht viel zu sagen, weil ihr kennt Killzone wahrscheinlich und es ist halt Killzone, ne? Ganz ehrlich. Dann kam ein Cinematic-Trailer zu Infamous Second Son. Ich habe es noch keinen Infamous richtig gespielt, aber das hat mir richtig gut gefallen, weil der erste Trailer, den sie zu Infamous Second Son gezeigt haben, war so ein bisschen war so gritty und böse und der jetzige Trailer war so ein bisschen cheesy. Also man hat diesen Charakter gezeigt, man hat ein bisschen den Hintergrund erklärt von der Geschichte, es waren ein paar coole One-Liner dabei, wie zum Beispiel, we're going to hit the city. Und dann sagt der andere, but we have to expect the city to hit back. Und das war so cool, also diese ganze Aufmachung mit diesem überheblichen, arroganten Held so ein bisschen, das gefällt mir sehr gut. Also ich habe ja auch es in Infamous 2 über PS Plus kostenlos bekommen, das heißt, ich werde mal reinschauen und vielleicht bin ich dann noch mehr Hype auf Infamous Second Son. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, der Trailer. Also hat die Geschichte, die er gesetzt hat und den Artstyle, den kann ich schon mal voll unterstreichen. Also das ist genau mein Ding. Dann haben sie gesagt, sie wollen viel auf Indie-Games setzen. Sie wollen die Möglichkeit geben, Indie-Developer direkt zu unterstützen, sodass sie
selbst publishen können auf der PS3, auf der PS4. Sie ziehen so ein bisschen nach mit der Xbox, die eben ursprünglich eigentlich das Heim für Indie-Developer war. Auch wenn es so verkauft wird, jetzt als wäre die PS4 die neue Heimat dieses Genres oder dieser Nische, glaube ich, dass sich das gleichermaßen auf beide Konsolen aufteilen wird. Sie haben in diesem Rahmen Transistor gezeigt, das neue Game von den Bastion-Machern. Und sie haben eben gezeigt, welche Entwickler sie so zum Beispiel an Bord haben, unter anderem eben die Leute hinter Don't Starve. Und ja, waren gut aus und Spielen dabei, war ein guten Eindruck gemacht einfach, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das da exklusiv alles ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich meine ziemlich sicher, dass Transistor auch für die anderen Konsole kommt, ganz bestimmt. Und ich dachte, dass Transistor vor allem PS3 wäre und Xbox 360, aber ich kann mich auch täuschen. Müssen wir mal schauen. Das nächste Spiel, das sie gezeigt haben, kam von Square Enix. Und da muss ich jetzt kurz etwas ranten. Also, im Grunde war es Final Fantasy 13 Versus. Final Fantasy Versus 13 ist der richtige Titel, genau. Dieses Spiel ist seit Jahren in Entwicklung, man hat nichts mehr davon gesehen. Und jetzt haben sie einen Cinematic Trailer mit Gameplay gezeigt und es sieht nicht wirklich aus wie Final Fantasy. Also klar, es hat diesen Style, diesen Sci-Fi gemischt mit, oder in der Vergegenwart gemischt mit Magie und Luftschiffen, alles drum und dran. Aber es hat anscheinend so eine Art Darksiders-Kampfsystem, also es ist actionbasiert, es hat Cover-System, es ist kein Rollenspiel. Und da habe ich im Grunde kein Problem mit, denn es ist ja ein Spin-Off eigentlich, Final Fantasy 13 Versus ist ein Spin-Off aus dem 13er-Franchise, das ich eh nicht so ganz gern mag. Und ist eben actionorientierter, was vollkommen okay ist, weil, ja, Spin-Off und so weiter. Aber jetzt haben sie gesagt, so wisst ihr was? Es ist jetzt Final Fantasy 15. Und das haben sie nicht nur so ein bisschen gemeint, nein, sie haben tatsächlich das Logo von Versus 13 genommen, auf dem Video zersprengen lassen und daraus 15 werden lassen. Und das ist schon ein bisschen Armutszeugnis. Das heißt so viel wie, hört mal her, wir haben so viel Ressourcen in dieses Spiel gesteckt, wir haben nicht wirklich Geld, weil wir irgendwie unfähig sind, gute Spiele zu entwickeln. Also machen wir einfach daraus den neuesten Teil unseres Hauptfranchises und ihr kauft es alle und werdet glücklich. Aber Bullshit. Ich kenne einen ganzen Batzen Leute, die sagen, die Final Fantasy Fans sind und gesagt haben, dieser Trailer hat ihnen gar nichts gegeben und ich finde es ein Bitch-Move von Square Enix. Zu sagen, hey, ja, das ist Final Fantasy 15, das ist doch wie jedes andere Final Fantasy mit so Ausweichrollen und Schwertkämpfen und so. Nee. Nee, und ich bin sicher, dass das Franchise jetzt tot ist. Also, ich glaube nicht, dass sie mit 16 noch was anderes machen dann jetzt. Ich habe Angst, dass Square Enix bis dahin, wo man vom 16er redet, vielleicht sogar aus dem Business raus ist, wenn es weitergeht. Haben schon viele ja gemunkelt, dass es mit Square Enix bald vorbei ist. Sie machen einfach ein paar Entscheidungen, die einfach nicht richtig sind. Sie haben jetzt erst den Führungsstab rausgeschmissen und neue Leute eingesetzt. Vielleicht retten die es nochmal, aber das fand ich schon. Das hat mich traurig gemacht. Es sieht nämlich eigentlich super geil aus, muss man dazu sagen. Es sieht super geil aus, aber wenn es irgendeinen anderen Namen hätte als Final Fantasy 15, wäre ich da wesentlich besser gestimmt drauf. Das nächste Spiel war dann schon wesentlich, hat mich schon wesentlich besser gestimmt, nämlich zwar Kingdom Hearts 3. Ich habe noch kein Kingdom Hearts gespielt, noch keines. Und sie haben Kingdom Hearts 3 geteased, da flippen wahrscheinlich Fans endlich aus, weil sie warten seit Jahren auf Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 war ja eigentlich angedacht von vielen Fans, dass es auf der PS3 erscheint und jetzt kriegen sie es wahrscheinlich endlich auf der PS4. Man hat nur einen wunderbaren kurzen Schnipsel gezeigt, also gehe ich davon aus, dass dieses Spiel noch eine Weile hin ist. Aber immerhin habt ihr endlich mal einen Hoffnungsschimmer, den ihr euch festhalten könnt, was dieses Spiel angeht. Und ich hoffe echt für euch, für die Fans dieses Franchises, dass er anscheinend super gut sein soll, dass dieser Titel bald für euch da ist. Als nächstes haben sie zwei Spiele gezeigt, die wir im Grunde schon erwartet haben und zu denen ich beiden nicht viel sagen kann, weil sie geben mir einfach nicht viel, auch wenn ich weiß, dass es gute Spiele sein werden und sie viele Fans haben werden. Das eine war Assassin's Creed 4, da haben sie ein bisschen Gameplay zugezeigt, unter anderem auch so eine Seeschlacht. Und die fand ich sah sehr cool aus, aber ich glaube nicht, also sie wirkte sehr geskriptet. Also wenn man die genauso steuern kann, selber steuern kann, dann ist es der Wahnsinn. Das sah wirklich cool aus, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Das andere war Watch Dogs und ich weiß nicht, irgendwie gibt mir dieses Spiel gar nichts. Ich möchte dauernd, dass dieses Spiel mich hypt, aber es schafft es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum, irgendwas fehlt mir bei Watch Dogs. Ich habe keinen Plan, irgendwie springt der Funke nicht über, leider. Aber ja, da gab es neues Gameplay, das könnt ihr euch bestimmt angucken, in einem Trailer oder so oder auf YouTube. Bitteschön, neues Watch Dogs Footage.
Dann haben sie Sport gehabt, sie haben halt die Engine von 2K gezeigt für 2K, NBA 2K. Und das sah schon ganz cool aus, war lustig aufgemacht. Aber sonst nicht viel mehr, hat kein Spiel gesehen, gar nichts. Man hat nur halt so, hier die Engine, das kann sie, blablabla. Dann kamen zwei Teaser. Einmal ein Teaser zu Elder Scrolls Online 4. Elder Scrolls Online. Und das sah wirklich schick aus. Und obwohl ich bisher immer jedes Elder Scrolls seit Morrowind gespielt habe und immer hat mir irgendwas gefehlt, bin ich auf das hier sehr gespannt, weil ich bin großer Fan von MMOs. Und vor allem Konsolen-MMOs, top. Ich, soweit ich gehört habe, war das, ist es PS4-exklusiv. Neben der PC-Version, aber ich sage ja, das zählt in dem Fall, in dem Kontext nicht. Es ist PS4-exklusiv und da bin ich echt gespannt, wie gut die Konsolenspiele, die MMOs aufgreifen, die jetzt so kommen. So Final Fantasy XIV für die PS3 und eben Elder Scrolls Online. Also vor allem da jetzt ja auch, das kann man in diesem Zusammenhang gut sagen, auf der PS4 braucht ihr ein PS Plus Mitgliedschaftsding, damit ihr online spielen könnt. Kommen dann die Online-Gebühren noch dazu oder klärt das Sony mit denen irgendwie unter sich? Muss man abwarten. Das andere Spiel, das geteased wurde, war Mad Max. Es ist ein Spiel zu dem Kultfilm, zu dem postapokalyptischen Kultfilm von weiß Gott wie vielen Jahren, von Warner Bros. Studios entwickelt und ja, keine Ahnung. Hat man nicht zugesehen. Mad Max, ja. Bin sogar ich fast ein bisschen zu jung für noch anscheinend. Also ich habe Mad Max noch nie gesehen, aber ich weiß, dass es halt dieses postapokalyptische Ding ist. Ne? Und der große Knaller für Sony am Ende war kein Exklusivtitel, sondern was war Destiny. Aber zum ersten Mal hat man Destiny Gameplay gesehen, das neue Spiel von Bungie. Und boah, sah das gut aus. Also es war ein super Look, es hat mir super gut gefallen. Es ist so ein MMO-Style, Open-World, Free-Roam-Shooter-Ding. Ich würde es mal vergleichen mit Borderlands oder mit Firefall. Man hat mehrere Klassen gesehen in diesem Video, nämlich den Warlock, der irgendwie so ein bisschen Magie-Elemente hat. Dann den Hunter, der anscheinend Sniper ist. Und den Titan, anscheinend hat der halt schwere Waffen wie Raketenwerfer. Man hat einen kleinen Kampf gegen einen Miniboss gesehen. Dann gab es Loot und man hat auch dann durch das Looten gesehen, dass anscheinend Waffen Talentbäume haben, also aufleveln können. Waffen haben anscheinend auch Namen. Es war, sah sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt, ob das ist die Art von Spiel, mit der man mich wirklich gut kriegen kann. Weil ich spiele gerne mit Freunden zusammen, ich spiele gerne Shooter, ich spiele gerne Rollenspiele und das ist ein sehr guter Mix für mich. Ich habe auch sehr viel Spaß an Firefall zum Beispiel. Man hat auch so ein bisschen ein Public Event gezeigt, also eine Art Quest oder so, die getriggert wird und dann, wo alle Spielteams teilnehmen können. Das gab es zum Beispiel auch schon bei Warhammer Online oder eben bei Firefall. Und jetzt muss ich niesen. Jetzt habe ich genossen, perfekt. So. Und ja, das war das, denn das war die Sony PK und es war super interessant auch wieder. Und jetzt kommen wir mal gleich zum kleinen Abschlussplädoyer. Als Abschluss kann man zu Microsoft sagen, ich verstehe nicht, warum sie die DRM-Sache nicht in irgendeiner Weise angesprochen haben. Es ist ganz klar, dass die Spieler da verunsichert sind, sie haben keinen Bock drauf und ich finde es absolut nicht gut, dass man das komplett totschweigt. Es geht nicht nur darum, dass dieses Ding existiert, sondern dass man möchte einfach von den Leuten da vorne mal hören, hey, so ist es und einfach, es sieht so aus, als würden die denken, wenn sie es nie erwähnen auf der großen Bühne, dann würde es auch niemand merken, aber es ist Bullshit. Genauso wie es niemand sicher ist, ist es jetzt möglich, dass ich Familienmitglieder von mir meine Konsolenspiele spielen lassen kann. Anscheinend kann ich ja Spiele an Kumpel verleihen, der seit 30 Tagen auf meiner Freundesliste ist und dann bleibt es für immer bei dem, ich habe keinen Plan. Also die Spiele, die Microsoft gezeigt hat, waren wirklich, wirklich gut. Sie haben mir sehr gut gefallen, also ich rede jetzt hier von Exklusivtiteln, nicht von den Multiplattform-Sachen, Sachen wie Metal Gear, sondern von Exklusiven. Die haben mir sehr gut gefallen und sie reizen mich wirklich, diese Konsole zu kaufen. Sie ziehen die Konsole so ein bisschen aus der Affäre für mich. Es bleibt immer noch dieser Beigeschmack da einfach da, weil die Konsole eben diese enormen Probleme in Sachen einfach Infrastruktur hat. Und dass eben das Image von Microsoft so ein bisschen geschädigt ist dadurch. Es kommt dazu, der etwas höhere Preispunkt ist die PS3 auch. Zur PS3 kann man sagen, sie haben es in meinen Augen richtig gemacht, sie haben Kapital daraus geschlagen, was Microsoft verbrochen hat. Sie haben von vornherein gesagt, hey, von vornherein am Ende eben dann ganz klar gesagt, hey, wir haben keine Gebrauchsspielsperre, man muss nicht die Spiele online einchecken. Und sie haben auch so ein Video veröffentlicht, wie man Spiele auf der PS3, auf der PS4 teilen kann, nämlich so, man nimmt das Spiel und dann gibt man es seinem Kumpel und er sagt danke. Und das ist der ganze Vorgang, der ganze Prozess und da haben sie eben gewonnen. Durch die
Tatsache, dass die Konsole 100 Euro günstiger ist, ist der nächste Schritt. Jetzt kommt es ganz hart darauf an, ich weiß, ich werde früher oder später beide Konsolen bei mir stehen haben. Ich tendiere momentan immer noch leicht zu PS4, auch wenn die Xbox One ein bisschen Grund gut gemacht hat durch die Spiele, die sie gezeigt haben. Die Exklusivtitel im direkten Vergleich sind für mich stärker als bei der PS4. Also wenn ich gerade mal zum Beispiel drei Titel rausgreife, ich sage jetzt zum Beispiel Panzer Dragoon, Killer Instinct und Titanfall gegenüberstellt zu Knack in Famous und was war der andere Titel, den sie gezeigt haben? Mir fällt nicht mal ein, was der andere Titel war. Elder Scrolls Online. Wenn ich die so gegenüberstelle, wenn ich jetzt die Order und Rise rauslasse, die eben neue IPs sind, die jetzt neu angekündigt wurden, wo man nicht viel gesehen hat, gefallen mir die Xbox-Spiele ein bisschen besser. Ein anderer Punkt, der dazu kommt, ist, ich habe heute mit einem Kumpel mit mir gesprochen, der hat einen Videospielladen in München. Und ich habe mir gedacht, wie scheiße eigentlich auch für ihn es ist, weil er lebt auch viel von Gebrauchtspielen. Und das fällt dann viel für ihn flach bei der Xbox. Also es ist hart für ihn, diese Konsole zu unterstützen, logischerweise. Und er hat was gesagt, was auch vielleicht wirklich wahr ist. Wenn man als Spieler ein Zeichen setzen möchte, einfach, dann sollte man die Xbox One nicht zum Launch kaufen. Einfach, das sehe ich vollkommen verständlich, das sehe ich auch so eigentlich. Wenn natürlich jetzt zum Launch das Ultra-Spiel verfügbar wäre für die Xbox und nichts für die PS4, würde ich mir die Xbox kaufen, weil ich einfach nicht in der Hure bin. Aber das glaube ich auch nicht, weil das einzige Projekt, das mich jetzt wirklich jetzt sofort zum Insta-Kauf reizen würde, wäre Project Titanfall, und dafür müssten auch Freunde von mir mitziehen, was ich nicht glaube. Upsala, Absturz. Und ich denke mal, alle guten Spiele sind ein bisschen weiter weg bei der Xbox One. Genau wie bei der PS4 eigentlich fast schon. Und sind so im ersten halben Jahr verfügbar. Im Lebenslauf der Konsole. Das andere Launch-Spiel, das eben bei der Xbox wäre, Dead Rising. Aber wie gesagt, Dead Rising hat dieses Deutschland-Problem. Da bin ich mir ganz sicher. Und deshalb muss man gucken, was bei der PS4 kommt. Wenn mir jetzt zum Beispiel Infamous voll zusagt, und das ist ein Launch-Titel für die PS4, dann eher dafür. Auch wenn irgendwas von dem Multi, wenn sie sagen, Metal Gear Solid 5 erscheint auf beiden Konsolen als Launch-Titel, dann wird es auch eher die PS4 momentan werden, weil einfach die ganze Kiste, ich möchte momentan, wie es ist, nicht die Xbox unterstützen. Nicht zu Beginn. Ich möchte die Spiele spielen, das sage ich offen, ganz offen. Ich sage, was Spiele angeht, was Exklusivtitel angeht, hat die Xbox für mich in dem Vergleich gewonnen. Aber Sony ist der eindeutige moralische Sieger. Das ist nicht abzustreiten. Sie haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Sie haben Präsenz gezeigt, nicht so stark wie Microsoft in der Hinsicht. Aber Microsoft hat auch viel, viel wegzumachen. Also mit dem Erfolg, den sie in meinen Augen, immer ganz wichtig, feiern konnten, haben sie nur grundgut gemacht. Sie haben noch nicht aufgeschlossen zu dem, was die PS4 macht. Ich habe auch noch ein anderes interessantes Posting gelesen. Das heißt, eine von den beiden Konsolen wird erfolgreicher werden. Ganz klar. Und egal, welche von beiden es ist, nach einem halben Jahr muss der Konkurrent sich anpassen. Das heißt, angenommen, die PS4 stompt die Xbox One in den Boden, dann muss sich Microsoft überlegen, ob die Route, die sie fahren, die Idee ist, die sie weiterbringt. Genauso andersrum. Wenn jetzt die Xbox One der PS4 wegzieht, kann sich die PS4 auch überlegen, ja, machen wir halt auch so ein Zeug. Also das, was jetzt gewinnt, wird wahrscheinlich die Zukunft des Spielens in die Richtung darstellen. Also muss man wirklich gucken als Spieler, wo man sein Geld reinsteckt. Und es ist halt für mich schwer, weil ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin eigentlich ein Xbox-Fan. Und die Tatsache, wie es angegangen wird, macht mich traurig genug. Die Tatsache, dass jetzt Spiele da sind, die mir eigentlich gefallen, macht es noch viel schlimmer, weil ich eigentlich wirklich Interesse für die Teile habe. Aber wie gesagt, da ich zum Glück glaube, dass alles, was ich spielen möchte, noch in weiter Ferne liegt, in weiter Ferne, sprich im ersten Quartal des nächsten Jahres oder so, ich mache mir keine Sorgen. Ich denke mal, es wird die PS4 zum Launch werden. Momentan PS4 leicht vorne. Hätte ich das Geld, würde ich alles kaufen, by all the things. Aber ich finde die Idee mit dem Zeichen setzen gar nicht so schlecht. Vor allem ist auch in Hinsicht auf das, was eben manche, deren Existenz auch ein bisschen von Gebrauchsspielen abhängt, so blöd es klingt, dann vielleicht da mit sich bringen. Und die Person, die es gesagt hat, ist auch ein Xbox-Fan. Also er spricht nur in hohen Tönen von der 360 und liebt diese Konsole. Da ist einfach an der Zeit,
objektiv zu werden und die subjektive Fanboy-Maske abzunehmen und immer fair zu bleiben. Und ich finde es auch fair, wirklich zu sagen, dass Microsoft gute Spiele gezeigt hat, eine gute Show gemacht hat. Und natürlich, auf dem Papier sieht die PS4 besser aus als auf die Xbox 360, aber im Endeffekt kommt es darauf an, was die Spiele können. Und das werden wir erst erfahren, wenn beide Kisten da sind. Wir haben jetzt noch Zeit bis Herbst, uns Gedanken zu machen. Mal schauen, was die E3 noch weiterbringt. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, eine aufregende Zeit und seid lang mal wieder, würde ich sagen. Also, das war jetzt ein viel zu langes Video. Ich gehe jetzt hier weg und lasse euch allein für den Rest vom Tag und mit der E3. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Restwoche. Bis zum Freitag und bye bye.